Ein herzliches Hallo, hier ist Heidi Wellmann und ich grüße dich. Und ich bin mal wieder mitten im Wald und habe mal wieder eine tolle Idee bzw. ein Anliegen, das ich gerne mit dir teilen möchte. Schön, dass du wieder dabei bist. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Also lass dich inspirieren, genieße und setz das Ganze natürlich auch um. Und wenn ich dich inspirieren konnte, dann bitte, bitte ich dich von Herzen, dann verbreite dieses Video, like es, teile es, abonniere den Kanal und inspiriere natürlich auch andere Menschen rund um dieses Thema der Berufung, Lebensaufgabe, den Seelenplan. Und heute habe ich ein ganz, ganz, eigentlich ist es nur ein kleiner Tipp in Anführungsstrich, aber ich finde, er hat eine hammer, hammer große Wirkung. Und zwar geht es darum, dass wir oft mit Fragen beschäftigt sind. Zum Beispiel, kann ich meine Berufung leben? Oder hat jeder eine Berufung? Also einfach so mit Fragen, die nicht unbedingt implizieren, dass du tatsächlich deine Berufung kennst, dass du sie lebst oder dass sogar, wie gesagt, jeder eine Berufung hat. Und ich bin irgendwann dran gekommen, dass diese W-Fragen ganz besonders wertvolle Fragen sind. Nämlich zum Beispiel wie, wieso, weshalb, warum, was. Das sind eigentlich ganz, ganz wunderbare und tolle Fragen. Nämlich, das Spannende ist, wenn du zum Beispiel fragst, wie kann ich meine Berufung entdecken? Also eine W-Frage stellst, dann implizierst du mit dieser Fragestellung, implizierst du gleichzeitig, dass es möglich ist, deine Berufung zu entdecken. Also du stellst das gar nicht in Frage aufgrund der Fragestellung. Ja? Umgekehrt wäre es, wenn du fragen würdest, kann ich meine Berufung entdecken? Das ist offen, das impliziert nicht, dass du es kannst. Aber wie gesagt, wenn du die Frage stellen würdest, wie kann ich meine Berufung entdecken, dann bewegst du dich, und das ist das Spannende jetzt, ja, bewegst du dich automatisch in den Raum der Möglichkeiten. Also dadurch, durch diese Fragestellung, ist im Grunde klar, dass du deine Berufung entdecken kannst. Die Frage ist jetzt einfach nur, wie. Und im Grunde programmierst du sozusagen durch diese Fragestellung, schaltest du dann oder lässt du deinem Gehirn die Möglichkeit, sich zu verbinden mit deinem Unterbewusstsein, mit deiner inneren Stimme, mit deiner Seele, die dir letztendlich die Antworten darauf gibt. Ja? Einfach aufgrund einer anderen Fragestellung, also aufgrund dieser W-Fragen. Vielleicht denkst du, das ist jetzt ein bisschen Haarspalterei oder weiß nicht. Aber wenn du das mal probierst, ja, also einfach mal andere Fragen zu stellen, die dir hilfreich sind, wo du dich wirklich auch in diesen Raum der Möglichkeiten hineinbewegst, also diese W-Fragen, dann wirst du merken, du findest Antworten. Weil wie gesagt, du implizierst ja, dass es möglich ist mit der Fragestellung schon. Ja. Und ich möchte dir auch heute, da fallen mir auch zum Thema Berufung, fallen mir ein paar ganz, ganz tolle Fragen ein. Vielleicht helfen diese dir auch und du hast Lust, sie zu beantworten. Aber es geht nicht nur um das Thema Berufung, also auch bei allen anderen Lebensbereichen. Oder überhaupt, versuch auch deine eigenen Fragen zu stellen. Aber jetzt erstmal das Thema Berufung, weil das mir ja so am Herzen liegt. Ja. Einfach mal hierzu ein paar Fragen, die dir vielleicht behilflich sein könnten. Zum Beispiel, also eben hatte ich ja schon gesagt, wie kann ich meine Berufung entdecken? Oder welche Gaben habe ich zu geben? Oder mit was kann ich die Welt ein bisschen schöner, glücklicher, zufriedener und freudvoller machen? Vielleicht möchtest du das sogar trennen, diese Frage, zum Beispiel, mit was kann ich die Welt ein bisschen schöner machen? Mit was kann ich die Welt ein bisschen glücklicher machen? Mit was kann ich die Welt ein bisschen zufriedener machen? Und mit was kann ich die Welt ein bisschen freudvoller machen? Vielleicht sind es für dich da auch noch unterschiedlichere Antworten. Wie
das als gesamte Fragestellung zu nehmen. Oder wieso werde ich meine Berufung leben? Oder weshalb macht es Sinn, dass ich meine Berufung lebe? Oder was habe ich davon, wenn ich meine Berufung lebe? Oder was hat mein Umfeld oder auch die Welt davon, dass ich meine Berufung lebe? Oder wie und mit was kann ich sofort beginnen, um meine Berufung zu leben? Oder auch, wer kann mir helfen bzw. mich dabei unterstützen, meine Berufung zu leben? Oder ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon hatte, aber so, oder warum werde ich von meiner Berufung leben können? Nee, das hatte ich noch nicht. Warum werde ich von meiner Berufung leben können? Oder auch, wie kann ich von meiner Berufung leben? Geht ja in die Richtung die Frage, wie kann ich mich mit meiner Berufung finanzieren? Und die letzte richtig, richtig tolle Frage, die mir einfällt, ist, wie werde ich mich fühlen, wenn ich meine Berufung lebe? So ihr Lieben, das waren nur ein paar Fragen zum Thema Berufung, die einfach implizieren, dass es möglich ist, dass du deine Berufung leben kannst. Und es einfach darum geht, dass du, wenn du die und die Antwort im Übrigen, bitte, nicht nur vom Kopf her, schreib dir sie auf. Stell dir diese Fragen mündlich oder schriftlich und schreib sie dir auf. Ja, und seh, was einfach da an Antworten kommt. Und dann lest dir das Ganze immer wieder durch, weil du holst das sozusagen aus deinem Unbewussten, ja, aus deinem Unbewussten holst du das hoch und holst es in dein Bewusstsein. Und je mehr du dir über die Hintergründe, ja, bewusst bist, desto mehr integrierst du das in dein Leben, desto mehr lebst du auch deine Berufung. Ja. Und generell stell einfach diese W-Fragen. Wieso, weshalb, warum, wie. Ja, das sind einfach Hammer, Hammer, Hammer Fragen. Ja? Also bewege dich in den Raum des Möglichen und dann nimmst du es auch wahr. Aber du setzt den ersten Schritt durch die, in Anführungsstrich, richtige Fragestellung. Okay, also stell die richtigen Fragen. Okay? Also, meine Lieben, das war mal wieder ein kurzer Impuls mitten aus dem Wald und ich danke dir wieder für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören und wenn ich dich inspirieren konnte, dann danke ich dich für dein Liken, für dein Teilen und für das Abonnieren dieses Kanals und ja, also vielen Dank und bis bald und lebe deine Berufung zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit. Ganz ehrlich, dafür danke ich dir aus tiefstem Herzen. Also, bis bald. Ciao, eure Heidi.